Willkommen bei einer neuen Episode von Pflegebildung, einem Podcast rund um das Lernen im Pflegeberuf. In dieser heutigen Episode unterhalte ich mich mit Carsten Drude. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes Lehrende in Gesundheits- und Sozialberufen. Ich spreche mit ihm über den Verband an sich, den BLGS, über ja auch seine Zielgruppe, über die Geschichte des Verbandes, die auch bedeutsam ist, und über die Themen, die letztlich er jetzt gerade auch in der Verbandsarbeit beobachtet und wo der BLGS auch entsprechend wirkt. Ja, ich hoffe, es sind interessante Impulse für Sie in unserem Gespräch dabei. Ja, Herr Drude, ich freue mich sehr, dass wir hier für meinen kleinen Podcast zu einem Gespräch zusammenkommen über den BLGS, dessen Vorsitzender Sie sind. Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke schön, Herr Brühe. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat nach kleineren anfänglichen Terminschwierigkeiten. Aber jetzt sind wir zusammen, zumindest digital. Aber wir kennen uns ja auch schon einige Zeit. Also ich freue mich aufs Gespräch. Genau. Ja, schön. Ich würde unser Gespräch gerne nutzen, weil, um über den Verband an sich ins Gespräch zu kommen, weil ich weiß auch gar nicht, inwieweit alle, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören, inwieweit der BLGS sozusagen überall bekannt ist. Und ich meine, ich bin selbst auch Mitglied, das darf man ja sagen an dieser Stelle. Und weil ich ihn als einen Berufsverband sehe, der sozusagen für die Lehrenden fachlich, aber eben auch berufspolitisch eintritt. Und vielleicht, das wäre jetzt die Frage, ist das der BLGS? Verstehe ich ihn als Mitglied sozusagen damit richtig? Und an wen wendet er sich eigentlich? Ja, also grundsätzlich kann man die Frage erstmal mit Ja beantworten. Wir verstehen uns schon als Berufsverband. Aber da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass der Verband hat natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht. Also das ist schon so, dass es von, ohne das in irgendeiner Form despektierlich zu meinen, von einer Interessenvertretung, die wir nach wie vor sind, zu einem in Anführungsstrichen echtem Berufsverband geworden ist oder gewachsen ist oder sich entwickelt hat. Und die Zielgruppe, die kann man jetzt so ein bisschen dreigeteilt betrachten. Also einmal sind es Lehrende, in welcher Form auch immer, in der Ausbildung im Gesundheitswesen, wobei der Schwerpunkt schon Pflege ist. Die meisten unserer Mitglieder kommen ursprünglich aus den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege. Das sind schon unsere Schwerpunkte. Aber man sieht es ja auch am Namen Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe. Das haben wir vor einigen Jahren mal geändert, weil die Entwicklung doch gezeigt hat, dass diese klassischen kleinen Schulen doch eher ein aussterbendes Konstrukt ist oder ein aussterbendes Modell ist. Das heißt also, es entwickeln sich immer mehr Bildungszentren, die in vielen verschiedenen Facetten im Gesundheitswesen ausbilden. Und da verstehen wir uns tatsächlich als Interessenvertreter für die Lehrenden. Und wir haben bei unserem Mitgliedermodell haben wir natürlich das klassische Modell, so wie Sie jetzt auch als Einzelmitglied dabei sind und die Informationen bekommen. Das ist so ein wichtiger Baustein. Aber auch wir sind auch Interessenvertreter für die Institutionen, für die Bildungseinrichtungen, also Schulen, Hochschulen. Wobei Schwerpunkt sind Schulen. Hochschulen haben wir auch einige dabei, aber noch nicht so ganz viele. Aber das haben Sie schon auf jeden Fall ganz richtig auf dem Schirm. Ja, schön. Und wo Sie das gerade ansprechen, das heißt, der Fokus ist ja eigentlich dann die berufliche Bildung. Hochschulisch ist ja auch nochmal ein besonderer Part. Ist doch der Fokus eher das Berufliche. Ja, ist richtig dargestellt. Wir schließen natürlich das andere nicht aus. Wir suchen im Grunde auch noch mehr Kontakt zu den Hochschulen. Da gibt es aber natürlich auch andere Interessenvertretungen und Vereinigungen, wo man sich da als Hochschule natürlich sicherlich besser verortet fühlt. Also das muss man einfach so sagen. Wir suchen den Kontakt. Wir haben einige Mitglieder, wir haben Hochschullehrende, so wie Sie. Wir haben Professoren bei uns
in den Mitgliederreihen, auch einige Institutionen sind dabei, aber wir haben zum Beispiel enge Kontakte da auch zur Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft als einen wichtigen Baustein, um mal nur so ein Beispiel zu nennen. Und rein von den Zahlen her ist es so, dass wir eindeutig mehr in der beruflichen Bildung verortet sind. Wobei jetzt gerade aktuell ist auch noch so ein zweiter Zweig, so seit 2, 3 Jahren kann man das sagen, hat sich da so entwickelt. Momentan fühlen sich Praxisanleitende sehr gut bei uns aufgehoben. Und da setzen wir dann auch entsprechende Schwerpunkte mit Veranstaltungen, mit Informationen. Also das ist eine ganz schöne Entwicklung, dass die Praxisanleitenden sich auch als Lehrende in der Pflegeausbildung mehr und mehr betrachten. Ja, in der Tat, das ist, das finde ich auch sehr spannend. Es wird ja durch das Pflegeberufegesetz, wird ja allen sozusagen nochmal prominenter vor Augen gestellt, welche Bedeutung die praktische Ausbildung auch hat. Das höre ich immer wieder. Und jetzt haben ja die Praxisanleitenden nochmal eine besondere Bedeutung. Ich finde ja, sie hatten vorher auch schon eine Bedeutung, aber okay, es wurde dann nicht so wahrgenommen irgendwie als solches. Und aber es ist ja gut, dass sozusagen da diese berufliche Seite von Bildung auch gestärkt wird. Mit dem Akademischen, das entwickelt sich ja auch gerade erst. Dann muss man ja auch gucken, wie das, was da passiert. Aber Sie hatten gesagt, ja, der Verband hat sich ja auch entwickelt. Und da in der Vorbereitung hatte ich so gedacht, ja, da waren doch diese Landesarbeitsgemeinschaften, Lehrerin für Pflegeberufe. So, ich habe ja selbst damals auch so eine Weiterbildung gemacht irgendwie. Ja. Das waren die LAGs und ist das, und dann gab es ja den BA, der sozusagen als der große, das Dach wahrgenommen wurde. Ist das so, hat sich das so entwickelt oder sind das parallele Dinge gewesen, die da geschahen? Nein, das ist schon richtig so. Also das ist ganz, ganz korrekt eigentlich beschrieben. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch auch nochmal in unserem Archiv nachgeschaut. Also neben der Tatsache, dass es da ganz interessante und schöne Bilder gibt, da muss man wirklich mal über eine Veröffentlichung nachdenken, habe ich natürlich auch nochmal geschaut, wie war es denn dann tatsächlich auch formal? Also Sie haben völlig recht, es gab, das sind unsere Gründungsmütter und Väter, die seinerzeit den Bundesausschuss der Lehrerinnen und Lehrer für Pflegeberufe gegründet haben, um eben den Lehrenden eine Stimme zu geben. So, und dann mit den Möglichkeiten, die es dann seinerzeit gab, gab es eben Landesarbeitsgemeinschaften, es gab die sogenannten Delegiertenversammlungen. Mhm. Und ich habe jetzt von den Zahlen her nochmal ganz interessant im Archiv geschaut, also gegründet. Wir sind ja quasi der gleiche Verband. Wir haben uns nur mal umbenannt, wir haben die Satzung erweitert. Das ist immer noch natürlich auf Basis dessen, was damals die Kolleginnen und Kollegen im BA, im Bundesausschuss gemacht haben. Und die Zahlen sind schon spannend. 1973 war Gründung mit 26 Delegierten. Das ist quasi unsere Basis so gewesen. Und aktuell, jetzt gerade tagesaktuell, die Zahlen von gestern, sind wir bei knapp 1300 Mitgliedern, die sich doch ganz gut aufgehoben fühlen bei uns. Und es ist wirklich eine Entwicklung. Das ist nicht ein Ausschließen von Dingen oder dass wir nicht zu unseren Wurzeln da zurückblicken wollen, sondern tatsächlich zu einer Entwicklung, die ich finde ganz, ganz erfreulich ist. Und das ist absolut richtig, richtig beschrieben. Also diese Struktur haben wir natürlich in gewisser Form auch immer noch behalten. Also ich bin jetzt Vorsitzender im Bundesvorstand, also im Grunde ja häufig in Berlin anzutreffen, weil die Politik im Gesundheitswesen läuft nun mal, zumindest was die Rahmengesetzgebung angeht, größtenteils in der Hauptstadt. Aber natürlich leben wir von unseren Landesverbänden. Das ist nach wie vor so geblieben. Das ist aber jetzt formal so, dass wir nur ein Verband sind. Es gibt also keine eigenen Untervereine oder eigenen Strukturen nochmal, die jetzt nochmal im Sinne des Vereinsrechts nochmal separat zu betrachten wären. Nein, das ist ein gesamter Verband. Das ist eben der BLGS, das ist der Bundesverband. Aber die Landesverbände können im Rahmen ihrer Gestaltungsmöglichkeiten können sich auch eigene Satzungen geben und können sich auch eigene Landesverfassungen geben. Das tun die auch. Also das ist eine ganz, ganz schöne Entwicklung. Und ja, davon leben wir im Grunde. Nicht von den 6, 7 Leuten, die da in Berlin rumspringen und mitgestalten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. So ein Verband braucht auch immer so ein Gesicht und auch jemanden, der mal aufs Podium geht. Aber im Grunde ist unsere,
unsere Hauptstruktur sind unsere Landesverbände. Naja, was ja den auch dem, wenngleich wir das ja im Gesundheitswesen ein bisschen aufgeweicht haben, aber ja doch dem Föderalen ja auch entspricht, dass letztlich in den Ländern ja auch dann die wahren Entscheidungen sozusagen, ich sag, wahre Entscheidungen, also getroffen werden. Wenn ich jetzt daran denke, ich begleite ja Schulen, die in mehreren Bundesländern verortet sind bei der Curriculumentwicklung und Implementation. Und wenn ich sehe, wie unterschiedlich alleine Regelungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind, also das ist, finde ich schon ganz faszinierend. Und das heißt ja auch, dass sich die Lehrenden natürlich mit den regionalen Bedingungen auseinandersetzen müssen. Und wenn man da fachlich politisch irgendwie was unternehmen möchte, heißt das ja auch sozusagen dann an die entsprechenden Landesbehörden heranzutreten. Von daher ist das ja auch sehr bedeutsam, ja. Absolut, ja. Und das ist natürlich, was sich so gezeigt hat, ist schon, dass man dann, wenn man auf Bundesebene vernetzt ist, also wenn man so einem Bundesverband beitritt, das ist dann schon ein Türöffner, ne? Also unabhängig von den Dingen, die wir jetzt zum Beispiel bei der Gestaltung Pflegeberufegesetz oder Ausbildungsprüfungsverordnung oder was da alles noch so kommt, da sind wir natürlich sehr aktiv. Das passiert schon in Berlin, aber Sie haben völlig recht, Sie haben es nett umschrieben mit faszinierend. Also da ist man schon manchmal sehr erstaunt, welche Facetten es so gibt in den Ländern. Und das muss vor Ort passieren, das muss in den Landesbehörden passieren. Und da ist es schon, das melden uns so unsere neuen Landesverbände, die jetzt noch nicht so ganz lange dabei sind, die melden uns das alle zurück, dass dann wirklich der BLGS, naja, das ist schon eine Hausnummer, ne? Also wenn man dann sagt, wir sind hier auf Bundesebene, wir sind vernetzt mit dem Gesundheitsministerium, mit dem Familienministerium, wir sind aktiv im Deutschen Pflegerat als Gründungsmitglied, solche Dinge, das ist schon oft ein Türöffner, allein um einen Termin zu bekommen beim zuständigen Minister, bei der zuständigen Ministerin. Also das wird sehr positiv wahrgenommen und so verstehen wir auch unsere Aufgabe im Bund, die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort in den Ländern, in den Landkreisen, in den Regierungsbezirken. Also das föderale System, das ist auch bei uns natürlich, haben Sie völlig recht, sehr, sehr ausgeprägt in der Umsetzung zum Beispiel von Gesetzen. Ja, ja, ne? Oder Finanzierung von Ausbildung, von Pflegeausbildung letztlich ja auch und so. Aber dann ist ja, wenn ich überlege gerade, dann ist ja sozusagen das, was jetzt der BLGS ist und darstellt, also mit den, Sie haben ja die Vernetzungen gerade nochmal genannt, mit dem Deutschen Pflegerat und also auch die Verbindungen in die Bundespolitik auch. Und wenn man dann auf die Anfänge guckt, sozusagen als eine Interessensgemeinschaft von Lehrenden, die gerade vielleicht ja von der Unterrichtsschwester zur Lehrerin für Pflegeberufe wurden, sozusagen, das ist ja auch so ein zeigt sich ja auch so eine Veränderung von Selbstverständnissen an. Und dann ist ja sozusagen diese Verbandsgeschichte ja auch ein Spiegelbild ein bisschen dessen, was an nicht nur Akademisierung und Professionalisierung in Pflege passiert ist, sondern gerade auch, wie sich die berufliche Bildung in der Pflege von der Schwesternausbildung hin jetzt zur, zu einer beruflichen, mir fällt jetzt gerade nicht das richtige Wort ein, Fachausbildung, also zu einer Berufsausbildung einer Anerkannten sozusagen, ja, entwickelt hat. Ne? Ja, also das kann ich so unterschreiben, definitiv. Und das sehe ich wirklich so, vorher die Arbeitsgemeinschaft, jetzt ein Berufsverband auch im Titel so prominent dargestellt. Das Interessante ist aber in dem Zusammenhang, Sie haben da völlig recht, also wir merken auch da diese, die Professionalisierung im Beruf, die merken wir auch im Verband. So, das kann man wirklich analog diese Entwicklung so betrachten. Was aber interessant ist, ist, wenn man sich mal so die Ziele der Kolleginnen und Kollegen, die unseren BA gegründet haben, anschaut. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, ob das, damit man noch motiviert genug bleibt, da dran zu bleiben. Die Themen, die wir heute haben, sind häufig auch schon in den Gründungszielen verortet gewesen. Also das Thema Akademisierung, das Thema Professionalisierung, das Thema Verkammerung der Pflegeberufe als Beispiel, das Thema Bildung der Lehrenden, das war schon sehr, sehr früh auf der Agenda bei uns auch im BA, dass man da sich immer dafür eine hochqualitative Ausbildung eingesetzt hat. Immer im Sinne von, naja, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen eine gute Ausbildung anbieten. Wir wollen nicht
ja, wir wollen jetzt nicht irgendwelchen welchen Interessen von Verwertung von Menschen, so kann man es mal vielleicht mal etwas deutlich formulieren, wollen wir nicht entsprechen. Wir wollen Klasse produzieren, nicht Masse. Also die Themen haben also eine gewisse Kontinuität. Ja, so kann man sagen. Eine gewisse Kontinuität und kommen in unterschiedlichsten Facetten immer wieder auf die politische Agenda. Und das ist ein Tagesgeschäft in der Berufspolitik. Und ich überlege gerade so, das hat ja auch was mit Anerkennung des Pflegeberufs als Beruf zu tun. Also man würde ja solche Ziele werden ja vor allem deswegen auch oder wurden benannt und werden benannt, weil man ja sieht, dass da noch etwas zu tun ist. Das heißt, dass notwendige auch Anerkennung durch Strukturen und wie sie ja in Deutschland klar immer vom Gesetzgeber geregelt werden, nicht angemessen da ist. Ja, wie beobachten Sie das eigentlich, was weil Sie haben da ja jetzt einen breiten Blick durch den Verband und durch all das, was Sie auch aus den Landesverbänden hören, wie denn die berufliche Bildung jetzt vor allem in der Pflege, aber wir haben ja auch neue Berufe wie Notfallsanitäter etc., aber vor allem in der Pflege, wie ist die denn gelitten heute? Um es mal so auszudrücken, heutzutage, also in Politik und in Gesellschaft. Weil auf Twitter, da die kleine Pflegebubble, der ich da folge, also man merkt einfach, es ist ja auch viel von Deprofessionalisierung die Rede. Weil das eine sind ja sozusagen unsere Bildungsansprüche, die wir haben. Und das andere ist das, was eigentlich, ja, was die Abnahme ist sozusagen, was die Aufforderung ist. Welche Einschätzung haben Sie, was sozusagen diese Bildung gerade im Pflegebereich, was die für Stellung jetzt gerade hat, aktuell? Ja, aktuell ist das also die Frage ist sehr interessant, weil natürlich ist das irgendwie gefühlt Lebensaufgabe, sich für hohe Qualität der Bildung und der beruflichen Bildung einzusetzen. Da braucht man schon auch ein großes Maß an Enthusiasmus und das haben viele, viele unserer Kolleginnen und Kollegen in den Schulen vor Ort, in der Praxisanleitung. Das finde ich schon enorm, das auch über lange Zeit so hochzuhalten, diese Energie, weil das wird nie abgeschlossen sein, glaube ich. Ne? Und das geht, ob Sie das im hochschulischen Bereich betrachten, wo wir momentan, wie gesagt, ganz an den Anfängen nach wie vor noch irgendwie stehen, gefühlt. Bei der grundständigen akademischen Ausbildung von Pflegenden, aber eben auch im beruflichen Bereich. Also da die Taktung hochzuhalten, das ist sehr schwer. Momentan, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, erlebe ich das, dass wir aus der Not heraus in sehr günstigen Zeiten momentan stehen. Mhm. Also das heißt, es ist schon so, dass die Bedeutsamkeit von Pflege und damit auch von Pflegebildung momentan auf breiter Flur erkannt wird. Und das hat mit Entwicklungen zu tun, die allseits bekannt sind. Das hat natürlich mit Altersentwicklung zu tun. Das hat mit demografischen Entwicklungen von Erwartungen. Was brauchen wir denn in den nächsten 30 Jahren an Zahlen, an zu Pflegenden? Es kommt gefühlt gerade ein gesellschaftlicher Diskurs in Gange. Das ist so meine Wahrnehmung momentan und vor Ort in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen. Das melden uns unsere Mitglieder dann auch zurück. Rennen wir momentan häufig offene Türen ein. Da fehlt es dann eher auch an Nachwuchs, ne? Weil genau wie die Pflegenden vor Ort haben natürlich auch die Schulen Nachwuchsmangel und ja, wie die Lehrenden vermutlich an der Hochschule auch Professorenmangel haben. Also das setzt sich ja fort. Ne? Aber momentan sind günstige Zeiten, auch Weichen zu stellen und Dinge auf den Weg zu bringen. Und das merkt man, das Beispiel Praxisanleitung ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das, wie Sie es auch eben beschrieben haben. Das ist schon so, ja, eigentlich war es vorher so. Das war eigentlich jedem auch schon klar, die Bedeutsamkeit von Mentoring oder Trainee-Programm oder Anleitungskonzepten, die war ja vorher nicht anders. Das war genauso erforderlich. Jetzt steht etwas im Gesetz, was bundeseinheitlich gilt und das muss eingehalten werden. Manchmal funktioniert es leider eben nur so, wenn der Gesetzgeber sowas da reinschreibt. Auf einmal tun sich Facetten an Fortbildungsangeboten auf. Auf einmal sind Menschen in den Einrichtungen, in den stationären Langzeitpflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern sind da ganz, ganz aktiv, um ihre Praxisanleitenden ja, weiterzubilden und fortzubilden.
Das ist momentan eine sehr günstige Phase. Das Problem ist jetzt eher wirklich, die Menschen zu finden und zu bekommen, also die Akquise der quasi der Praxisanleitenden und der Lehrenden. Das ist dann eher so ein Problem. Aber momentan haben wir trotz aller Schwierigkeiten günstige Zeiten, um Weichen zu stellen. Ja, und also es läuft ja dann auch darauf hinaus, dass jetzt mit der neuen oder besonderen Aufmerksamkeit auf Praxisanleitende ja dieses pädagogische Setting eigentlich ja auch nochmal, also zumindest aus einer inhaltlichen Sicht, neu gedacht wird. Dieses, was wir unter Lernortkooperation, das ist ja auch etwas stiefmütterlich insgesamt behandelt, verstehen, dass da ja jetzt neue Möglichkeiten letztlich und Notwendigkeiten sich auch aufzeigen. Und da ist natürlich auch die Frage, ist der BLGS vertritt sozusagen dann auch die Praxisanleitenden als Lehrende? Genau. Und also ich finde ja, die Problematik ist hier ja auch eine qualifikatorische Problematik, die wir haben. Ja, ganz genauso. Also das unterschreibe ich hundertprozentig. Also im Gesetzgebungsverfahren waren wir natürlich auch der Gesetzgebungsverfahren Pflegeberufegesetz, meine ich jetzt, was so die letzten, 10 Jahre auf jeden Fall beschäftigt hat. Jetzt sind wir in der Umsetzung und decken so ein bisschen die Schwachstellen auf. Das ist auch interessant und versuchen da wieder Einfluss zu nehmen. Aber Sie haben völlig recht, bei der Wertung der Praxisanleitung, da ist man nach meinem Dafürhalten nicht weit genug gegangen, was die Qualifikation angeht. Man hat da gefühlt einen Wert von 300 Stunden ins Gesetz geschrieben, nach dem Motto, das ist ein bisschen mehr als vorher, dann wird das auch besser sein. Ja, es gibt so zwei Dinge, die wir als Verband favorisieren, die wir auch weiter verfolgen und einfordern. Das ist mal in der pflegerischen Nomenklatur, das Fernziel wäre natürlich schon, die Praxisanleitenden auf Bachelor-Niveau anzuheben. Das wäre nach unserem Ermessen das Richtige für die Dinge, die sie da tun vor Ort. Aber zumindest, wenn das nicht funktioniert, dann zumindest mal auf den Standard-Weiterbildungs-, auf das Standard-Weiterbildungsmaß zu heben. Und das sind eben zweijährige Weiterbildungen mit rotierenden Praxisansätzen und 720 Stunden Theorie. Das ist so der Klassiker, der sich so im Krankenhaus ja durchgesetzt hat. Wollte man nicht in der Politik. Ich vermute mal, dass man da auch Angst hatte vor zu Recht dann kommenden Forderungen, was Vergütungen angeht, weil dann hätte man auch nominell etwas, wo man dann auch in andere Vergütungsgruppen rein dürfte. Ich glaube, deswegen hat man das nicht gemacht und weil man auch die Masse an Leuten, weil man da Sorge hatte, wie können wir das denn umsetzen? Wie soll das denn alles noch nebenbei passieren bei den ganzen Veränderungen, die wir hier gerade haben. Aber unsere Forderung vom Verband ist auf jeden Fall, das Ganze anzuheben qualitativ. Da bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Ja, und natürlich dann die Frage, wie viel Geld kriegt man am Ende dafür auch ausbezahlt? Also lohnt, es ist ja bei den Lehrenden alleine mit dem Masterabschluss meiner Beobachtung nach ja schon etwas, hat ja Ewigkeiten gedauert, dass sozusagen die Lehrenden mit Masterabschluss auch in eine entsprechend eingruppiert werden als Personen mit Masterabschluss und nicht als Unterrichtspfleger und Unterrichtsschwestern irgendwie weiter gesehen werden. Ja, also ja, definitiv. Und da müssen wir uns jetzt mal auf die Schulter klopfen. Man soll sich ja nicht selbst loben, aber da waren wir sehr aktiv und tatsächlich, das haben in dem Fall die geschätzten Kollegen Breukmann und Kutschke auf den Weg gebracht. Wir haben es quasi im Caritas-Bereich 2015 geschafft, dass es eben diese neue Vergütungsanlage gab, 21a, wo dann auch mal endlich das alte System Unterrichtsschwester abgelöst wurde. Und das ist ein toller Erfolg. Also wenn man das sieht, was man da bewegen konnte, und alle anderen haben ja mehr oder weniger dann auch nachgezogen, ne, die anderen Tarifpartner, dass da war in diesem Fall war Caritas AVR mal Vorreiter, ist sonst eher andersrum, aber das war schon ein schöner Erfolg, dass wir wirklich mit zahlreichen Gesprächen in den arbeitsrechtlichen Gremien da deutlich machen konnten, wenn wir hier jetzt nicht aktiv werden, dann haben wir in den nächsten Jahren keine Lehrenden mehr an den Schulen. Ja. Und das hat wirklich funktioniert. Wir haben zwar immer noch nicht die Rahmenbedingungen wie jetzt an berufsbildenden Schulen, das gibt es noch nicht, ne? Also wir können zumindest in NRW jetzt noch nicht verbeamten, in Bayern geht das, aber wir haben auch nicht 12 Wochen unterrichtsfrei, aber trotzdem, es ist auf dem Weg. Und das sind so kleine Meilensteine, so kleine Erfolge, die mich und auch viele Kolleginnen und Kollegen im Verband dann auch motivieren, da weiterzumachen. Also wenn man dann sieht, es ist
zwar ein Kompromissgeschäft, dieses politische Geschäft, aber man kann doch auch Dinge bewegen. Und da gibt es immer mal wieder schöne Beispiele, die auch nicht zuletzt von uns dann auch initiiert wurden. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Das war mir gar nicht so bekannt gewesen, dass das sozusagen vom BLGS sozusagen maßgeblich eingestielt ja. wurde. Ja, das ist ja wirklich sehr erfolgreich. Das heißt aber auch, es ist ja nicht nur diese fachliche Seite und für die der BLGS steht, sondern eben auch eine arbeitsrechtliche, arbeitsstrukturelle Seite. Und interessant ist, wo Sie sagen, dass das über die Caritas sozusagen zuerst eingestielt wurde, weil der erste Gedanke wäre ja, dass der BLGS mit Gewerkschaften zusammenarbeitet und das dann vielleicht im öffentlichen Dienst vor allem sozusagen Einzug hält. Wie ist denn da die Beziehung des BLGS zu Gewerkschaften? Ja, also das ist ein gutes Stichwort nochmal, also damit man auch diese Abgrenzung nochmal ganz deutlich hat. Ne? Wir sind natürlich keine Gewerkschaft. Das können wir nicht. Ne? Wir können nicht in Tarifdinge eingreifen. Wir können da keine Tarifverträge ändern. So, das ist gar nicht unsere Baustelle. Da geht es mehr bei uns um die politische Interessenvertretung in den Ländern und auch im Bund. Das ist schon unser Schwerpunkt. Wir können aber, und da haben wir einfach diese Chance genutzt, ne? Da haben wir einfach die Chance der persönlichen Kontakte genutzt, dass damals eben Caritas dann, das war angefangen von NRW, aber das wurde dann hinterher bundesweit eben auch zu einem festen Statut in den Arbeitsvertragsrichtlinien. Da haben wir einfach die Chance der Zeit genutzt und haben mit den Leuten gesprochen, mit denen wir in Kontakt waren. So muss man das verstehen. Wir sind in Kontakt mit Gewerkschaften natürlich, aber wir grenzen uns auch ab im Sinne von, was sind eure Aufgaben, was sind unsere Aufgaben. Und das ist genauso beim Thema Kammer ja immer so brandaktuell. Wer macht eigentlich was? Natürlich gibt es Schnittmengen, ja klar. Aber wir stehen eigentlich dafür, für ein Miteinander. Also eher lasst uns doch an einem Tisch zusammensitzen und gucken, wer macht was, damit man die Sache nach vorne bringt. Also nicht dieses, nicht zu kleinkariert in seinen eigenen Strukturen haften bleiben. Das versuchen wir hochzuhalten, dieses Ziel. So kann man es, ob es uns immer gelingt, weiß ich auch nicht, weil das habe ich schon auch gelernt, jetzt in diesen langen Jahren, jetzt auch auf der Berliner Bühne. Ich will nicht sagen, dass das manchmal ein schmutziges Geschäft ist. Es ist aber ein Kompromissgeschäft und es ist wirklich auch immer, manchmal muss man im Ton sehr deutlich werden, um auch einfach sich Gehör zu verschaffen. Also wenn man so Pressemitteilungen von uns liest oder so Statements, Interviews oder bei irgendeiner Anhörung ist da im Bundestag oder Ähnlichem, dann muss man schon häufig das Ganze sehr knapp formulieren, nicht zu kompliziert, nicht zu lang, aber dann auch mit einer gewissen Deutlichkeit. Natürlich immer kompromissbereit bleiben, aber deswegen ist der Ton manchmal in den Veröffentlichungen etwas rauer, so will ich es mal sagen, ne, um letztendlich dann das Ziel zu erreichen. Ja, also Kontakt zu Gewerkschaften, ja, wir haben auch Mitglieder, die in den Gewerkschaften aktiv sind, also quasi die doppelt fahren so und das nutzen wir natürlich, diese Netzwerke. Ja, und Sie hatten ja auch gerade angesprochen, so was die Pflegekammer angeht, da wo sie jetzt existieren, teilweise ja auch nicht mehr bald existieren, aber das ist ja, da muss man ja dann auch die Unterschiede sehen. Für mich wäre das auch immer klar, deutlich, so etwas wie der BLGS, da wird man nie drauf verzichten können, weil es sozusagen eine unabhängige Stimme ist. Eine Pflegekammer ist ja letztlich auch dem Staat verpflichtet. Da darf man sich ja auch nichts vormachen, dass man sozusagen die Kammer ist Umsetzer von Regularien letztlich. Empfindet sie auch, entwickelt sie auch im Sinne der Berufsgruppe, ja, aber ich denke, da kann so ein BLGS als Verband natürlich viel freier sozusagen auch agieren und handeln. Und ich überlege gerade, Sie gehen ja auch als, der BLGS informiert ja auch und Sie informieren ja auch viel per E-Mail die Mitglieder über laufende Prozesse. Und da, also wenn ich da jetzt das gerade mal Revue passieren lasse, was so in letzter Zeit oder im letzten Jahr alles so passiert ist. Da war ja ein intensives Thema, die Eignung von psychiatrischen Krankenhäusern oder bisherigen Krankenpflegeschulen an psychiatrischen Krankenhäusern für die generalistische Pflegeausbildung. Da haben Sie ja unglaublich viel Energie reingesteckt. Da gab es auch entsprechend unglaublich viele E-Mails mit Informationen, Sachstandsinformationen. Was ich total spannend finde als Mitglied, auch diesen Prozess einfach darüber auch kontinuierlich mitzukriegen.
Ich nehme an, das war wirklich eine harte Nuss, die da geknackt werden musste. Was man als Mitglied in der Informationsmail, auch in diesen rauen Tönen, die da manchmal rüberkommen, liest, ist ja nur sozusagen ein Produkt von etwas, ne? Richtig, ja, das ist dann das Produkt oder das Ergebnis dann, was dann hinterher dabei rauskommt. Aber das ist auch ein schönes Beispiel. Ich hatte das eben angesprochen, Schwachstellen im Pflegeberufegesetz in der Ausbildungsprüfungsverordnung. Also das ist ja schon auch, also es ist keinem aufgefallen, uns auch nicht, als der Gesetzestext da lag. Wenn man den dann in der Umsetzung, als es ernst wurde, 1. Januar letzten Jahr und dann im Vorfeld, dann haben sich dann die Kliniken und die Schulen dann überlegt, naja, was ist denn eigentlich, wenn ich das genau lese? Darf ich doch als psychiatrische Klinik gar nicht mehr selbst Ausbildungsträger sein? Und das ist natürlich für die, jetzt am Beispiel NRW, da sind die großen psychiatrischen Einrichtungen, ne, von den Landschaftsverbänden, da gibt es in anderen Bundesländern aber auch, da heißen sie nur dann eben anders. Und die sagen, naja, wir bilden hier seit 100 Jahren aus, jetzt dürfen wir das nicht mehr. Also eine völlig, völlig zu Recht geäußerte Kritik. Und das ist wirklich auch wieder ein schönes Beispiel. Das war wirklich ein dickes Brett, was man bohren musste. Aber auch das hat letztendlich aufgrund unserer Initiative zum Erfolg geführt. Also wir haben eine Gesetzesänderung herbeigeführt. Es gibt jetzt diese Passage 2a, heißt sie, glaube ich, unter diesem entsprechenden Passus. Und die führt dazu, dass psychiatrische Kliniken weiter ausbilden können, wenn sie eine Kooperation entsprechend mit einer anderen Einrichtung haben und sicherstellen können, dass eben alle Kompetenzen auch erreicht werden können. So, es war, Sie haben völlig recht, die Prozesse, die da im Hintergrund laufen, die Gespräche, die Briefwechsel, die Telefonate, das Klinkenputzen bei Abgeordneten oder bei Mitgliedern im Gesundheitsausschuss. Das ist schon dann die Arbeit, die so im Hintergrund läuft, die Mitglieder nicht unbedingt immer so direkt mitkriegen. Wir erzählen das immer so ein bisschen auf den Mitgliederversammlungen, aber das ist schon tatsächlich ein Haufen Arbeit und das bringt mich jetzt auch zu einem so einem Kernproblem bei uns im Verband, aber nicht nur bei uns, bei allen Verbänden. Wir machen das alles nebenbei. Wir machen das im Ehrenamt. Also das ist, wir kriegen da kein Geld für, ne? Wir bekommen dann irgendwie unsere Fahrt und die Übernachtung bezahlt und das war's dann auch. Da muss man schon den Rücken frei haben dafür. Also man muss selbst irgendwie auch in so einem Arbeitsverhältnis stehen. Bei mir ist das Gott sei Dank der Fall, wo das der Arbeitgeber auch mitträgt, weil man ist auch dann, naja, man ist viel weg, man ist viel unterwegs und man kann nicht alles am Wochenende aufarbeiten. Das geht nicht, ne? Wenn da die Anhörung zum Gesetz am Mittwochmorgen ist, dann muss man mittwochs morgens in Berlin sein. Dann ist das eben so. Also von daher, das ist eine gute Beschreibung und was ich erlebe bei uns im Bundesvorstand, aber auch in den Landesvorständen, das ist schon so, dass wir mehr und mehr auch als Team wahrgenommen werden als Verband. Also dass man nicht sagt, das ist jetzt der Herr Drude oder meinetwegen die Frau Vogler oder wer da gerade jetzt so in der ersten Reihe steht, sondern dass wir wirklich, aha, da gibt es einen Bundesvorstand, da ist jemand zuständig für die Praxisanleitenden. In dem Fall macht das bei uns die Frau Heuvelmann. Die organisiert die Fachtagungen. Also wir verteilen das. Wir versuchen das zu verteilen. Natürlich ist man als Bundesvorsitzender schon, manchmal wird man dann einfach gefragt, weil die dann einfach das Gesicht sehen wollen, was dann, wo der Name dann immer unter irgendwelchen Veröffentlichungen steht. Aber das mit den psychiatrischen Kliniken ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie auch intensive berufspolitische Arbeit dann auch mal zum Erfolg führen kann. Haben wir nicht immer, wir haben auch Rückschritte und Rückschläge, aber das ist ein tolles Beispiel dazu. Ja. Und ja, und wenn man mal jetzt denkt, wie sich die ganze berufsbildende Landschaft im Gesundheitsbereich ja weiterentwickelt, und das wird ja auch vom BLGS adressiert, die Notfallsanitäterausbildung, die ja jetzt irgendwie neu geregelt ist. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, aber es ist ja noch nicht Ewigkeiten her. Und die ATA, OTA-Ausbildung, die ja jetzt nach, ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, da war ich noch in der Lehrerweiterbildung, wie wir uns darüber diskutierten, ob man das überhaupt braucht, ob das nicht sozusagen ein Sackgassenberuf ist. Es wurden Fakten geschaffen und jetzt wird es endlich sozusagen, muss man nicht mehr auf eine Ausbildungsempfehlung einer Privatfirma wie der Deutschen Krankenhausgesellschaft rekurrieren, sondern hat eine gesetzliche Vorgabe, damit auch eine Anerkennung. Aber das sind ja jetzt auch alles neue Berufe, denke ich mal, wo die Lehrenden auch im BLGS eine Heimat finden sollen. Ne?
Absolut. Und das ist das, was ich eingangs sagte, auch mit der Namensgebung. Also OTA, ATA für die operationstechnischen, anästhesietechnischen Assistenten oder eben auch die Notfallsanitäter, da haben wir in NRW eine breite Masse an Menschen, die da auch aktiv sind. Und deswegen hat sich zum Beispiel der Landesverband NRW hat quasi eine Sektion gegründet, ne? Sektion Notfallsanitäter, OTA, ATA. Weil das funktioniert auch nur mit Menschen, die sich dann einsetzen. Also wir bieten immer allen an, die sich in der Lehre, in den Gesundheitsberufen befinden. Wir sagen, ja, wir bieten Ihnen oder dir eine Heimat an. Das kann gut funktionieren. Wir können hier Know-how bieten, wir können Vernetzung bieten und aber die Arbeit muss dann gemacht werden. Also es muss immer Menschen geben, die dann auch mal zumindest mal eine Zeit lang, mal ein paar Jahre lang ein bisschen aktiver sind. Und nicht nur, also wir brauchen auch Mitglieder, die einfach nur dabei sind. Das brauchen wir auch natürlich, weil das muss ja irgendwie bezahlt werden. Wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin, wir haben hauptamtliche Mitarbeiter in Berlin. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Aber das, was Sie sagen mit den Notfallsanitätern, das ist ein schönes Beispiel. Immer wenn etwas dann auch in ein Bundesgesetz gegossen wurde in diesem Bereich, dann kann man das kritisch sehen oder man kann das auch gut finden oder nicht so gut finden. Aber unser Auftrag ist dann, uns auch da um die Lehrenden zu kümmern. Also das ist dann ganz, ganz pragmatisch dann unser Job einfach. Und von daher bieten wir dann schon auch eine Heimat an. Ich denke, da werden ja auch nochmal neue, auch auf Ausbildungsebene, also Qualifikationsebene der Lehrenden, ja nochmal neue Herausforderungen kommen. Das heißt, wir haben ja, ich würde ja denken, zum Beispiel das ganze Gebiet der Medizinpädagogik wird ja jetzt nochmal ganz neu angesprochen, weil bislang, ich meine, das sehe ich ja bei uns an den Studiengängen in der Pflegepädagogik, sind dann Pflegende, die Lehrerinnen für die Notfallsanitäterausbildung sind. Die machen aber die Pflegepädagogik. Und mir wird, je mehr ich mich damit beschäftige, deutlich, das ist nochmal was anderes einfach. Das ist ein anderes Handlungsfeld, das sind andere Handlungsanforderungen und entsprechend müssen die Lehrenden auch in weiten Teilen auch, also zumindest fachdidaktische Aspekte, müssen sozusagen ja auch anders ausgebildet werden. Und das ist ja auch etwas, was zu beobachten ist. Da wird dann etwas in Gesetze hineingeschrieben, aber es werden keine Strukturen geschaffen, um die auch auszubilden. Pflegeberufegesetz, Masterabschluss, bitteschön. Das finde ich, ist auch, finde das sehr, sehr wichtig und gut, weil das auch ein Standard der Lehrerinnenbildung in Deutschland sowieso entspricht. Aber wenn ich sehe, wie das umgesetzt wird in Bundesländern, also wo werden denn auch wirklich Masterstudiengänge angeboten, da sieht es doch vielfach auch inzwischen mau aus. Ja, absolut. Also das ist auch eines unserer Hauptziele, dass wir weiter mit uns tragen. Also erstmal die klare Aussage, der Lehrende in den Gesundheitsberufen, jetzt am Beispiel Pflegeberufe, der muss den Master haben. Der oder die Lehrende natürlich, ne? Also das ist das Niveau, wo wir sagen, das ist der Standard für Lehrende. Ganz einfach. Da gehen wir auch nicht drunter. Es gab ja und gibt ja auch schon immer mal so Auswüchse von Ländern, die dann sagen, na ja, komm, Bachelor reicht doch irgendwie. Aber dann schauen Sie sich, Sie sind jetzt nun selbst betroffener Hochschullehrer, schauen Sie sich die Programme der Hochschulen mal an. Die sind auch man kann es als bunte Vielfalt bezeichnen oder als Wildwuchs bezeichnen, wie auch immer, ne? Aber das ist natürlich, häufig haben im Bachelor-Teil die Studierenden noch überhaupt gar keine Pädagogik, Fachdidaktik oder Ähnliches gelernt. Also von daher, das Argument ist von uns wird das auch nicht von der Agenda genommen. Der Abschluss für die Lehrenden ist der Masterabschluss. Ganz, ganz klar. Aber das Zweite, was Sie angesprochen haben, das Problem, das tragen wir weiter auch vor. Wenn wir unsere Ausbildungskapazitäten steigern wollen oder erstmal nur halten wollen bei den jetzt in Rente gehenden Babyboomern, die jetzt so langsam anfangen, das merken die Schulen jetzt mehr und mehr, dann brauchen wir auch ausreichend Studienkapazitäten. Es gibt Hochschulen, die haben das gemacht, die haben jetzt auch direkt hochgefahren. Ne? Da ist NRW auch ein ganz schönes Beispiel eigentlich auch. Ne? Ich weiß es jetzt eben von Köln, ich weiß es von Münster, so mit denen, wo man da auch zu tun hat. Aber es gibt auch Bundesländer, die bilden gar nicht aus. Also das ist auch nach wie vor, die schöpfen von anderen ab und sagen, naja, wird schon irgendwie funktionieren. Und das tragen wir weiter mit uns. Das ist quasi ständig auf der Agenda, wenn wir in irgendwelchen Stellungnahmen, in Gesprächen mit Politikern da sind. Da müssen wir Strukturen und entsprechende Kapazitäten haben. Ja, und ich denke auch mit Ihrem Engagement als Verband, dass es überhaupt auch Thema ist, weil ich glaube, dass das irgendwie gar nicht auf dem Radar irgendwie vieler politischer Entscheidungsträger ist. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch gesehen
in der Situation in Fallen dar, wo sozusagen nicht nur einfach eine vom Träger eine pflegewissenschaftliche Fakultät geschlossen wird, sondern dann auch die in Verbindung mit der Uni Koblenz stattfindende das Lehramtsstudium für die Pflege sozusagen einfach auch dann vor dem Ausstand. So, und dieses salopp ausgedrückt kam dann aus der Politik, hupsala, das haben wir ja gar nicht gedacht. So, ne? Und so, und dieses Beiläufige sozusagen, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und da ist, glaube ich, so ein Verband einfach wie der BLGS oder ist der BLGS auch wichtig, damit das auf der politischen Agenda auch einfach immer wieder drauf ist. Das, als Gesetzgeber hat man besondere Strukturen geschaffen und da muss man auch gucken, dass man dafür auch das alles vorhält, was damit in Verbindung gebracht wird. Ja, definitiv. Fallen, da ist ein gutes Beispiel. Ne? Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, es stand quasi auf der Kippe. Es gab ja jetzt oder es gibt ja jetzt quasi so eine, nennen wir es mal Interimslösung oder ob es Dauerlösung wird, muss man dann mal begleiten. Aber das haben wir natürlich sehr kritisch gesehen und das ist schon auch unser Auftrag. Wenn wir für die Lehrenden da sind, dann müssen wir uns dafür auch einsetzen, dass wir ausreichenden Nachwuchs an Lehrenden haben und möglichst breit gefächert und dann eben wirklich auf Masterniveau. Also das, und wir platzieren das. Wir platzieren das bei jeder Gelegenheit. Also das tun wir weiterhin. Und ja, da haben Sie völlig recht, man muss es auf die Agenda bringen. Politiker, ich will da keinem auf den Fuß treten jetzt oder auf die Füße treten, aber das ist, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Man muss es auch pointiert auf den Punkt bringen. Das kriegt man mit, wenn man länger dabei ist. Man muss jetzt nicht 30 Jahre in der Berufspolitik sein, ne? Aber man braucht schon so ein bisschen Zeit, ob das Landespolitik oder Bundespolitik ist, wo man, naja, weiß, wie die Menschen ticken, wie tickt zum Gesundheitsausschuss, wie tickt zum Wissenschaftsministerium, wen muss ich da ansprechen und mit welchem Wording muss ich da vorgehen. Also das braucht ein bisschen Erfahrung und es braucht ein bisschen Netzwerk und meine Erfahrung zeigt, alles, was länger als eine DIN A4-Seite ist, das wird nicht gelesen. So, also wir machen häufig so zwei Fassungen, wenn wir irgendwelche Veröffentlichungen machen. Die Kurzfassung, kurz, prägnant, knapp, die kann man irgendwie auch einem Politiker mal in die Tagesunterlagen legen, ne? Und dann natürlich noch so eine Langfassung, die dann aus unserer Sicht etwas fundierter das ganze Problem im Aufriss darstellt. Aber das sind so Erfahrungen, die macht man dann eben, wenn man ein bisschen länger dabei ist. Ja. Ja, das ist mir. Als Wissenschaftler denke ich, ach, wie furchtbar, etwas auf eine Seite zu reduzieren. Ja, aber in der Tat ist es notwendig. Und ich habe ja auch jetzt über diese Fallendarer Angelegenheit, da bin ich ja mit den Alumni auch zugange. Und da habe ich auch gemerkt, wie naiv man dann letztlich aus seiner fachlichen Perspektive sozusagen auf die Politik schaut und dass das eben einfach nicht so funktioniert, wie man das selbst gerne denkt, dass es so sein müsste. Von daher ist natürlich Ihre Expertise, die Sie da über Jahre erworben haben als Verband, aber auch Sie selbst als Vorsitzender natürlich, die Beziehungen haben Sie auch schon benannt, die bedeutsam sind, um manches auch überhaupt anzugehen, sind da natürlich sehr wichtig. Ja, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende unseres Gespräches, Herr Drude. Mich würde, so zum Abschluss würde mich mal interessieren, was würden Sie sich denn wünschen? Sie kennen den BLGS jetzt so lange. Was würden Sie sich denn für die nähere Zukunft für den BLGS wünschen? Okay, nähere Zukunft, also die nicht so weit entfernten Ziele. Also ganz aktuell, wir sind in diesem Jahr, sortieren wir uns neu, weil wir in diesem Jahr unsere Bundesvorstandswahlen haben. Das ist jetzt mein ganz, ganz konkretes Ziel. Ich wünsche mir einen nach wie vor einen aktiven Bundesvorstand mit vielen Facetten. So ist es, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Wir sind so unterschiedlich, wie wir da zusammengewürfelt sind oder eben gewählt wurden, haben wir unheimlich viele Stärken. Ich wünsche mir, dass das im September, das ist Ende September diesen Jahres, dass wir da eine gute Wahl hinbekommen mit einem tollen neuen Team. Ich glaube, das wird so, weil ich habe die Kandidatenliste gesehen und wir haben es geschafft, dass wir wirklich auch eine breite Palette haben und es wird auf jeden Fall auch eine echte Wahl werden. Ne? Also wir haben deutlich mehr Interessenten als
als Positionen. So, ne? Und das ist ja auch ein tolles Lob für einen Verband, ne? Wenn da Leute Lust haben mitzumachen. Also das ist mal ein sehr, sehr kurzfristiges Ziel für jetzt aktuell für den Verband, für den BLGS. Ich hoffe, dass wir weiter kurzfristig betrachten wir auch, dass wir diesen Bereich Praxisanleitung noch weiter ausbauen können. Da sind wir zwar sehr aktiv, aber das kann auch ruhig noch mehr werden, ne? Und das sind so die aktuellsten Dinge. Ich wünsche mir natürlich jetzt mal ein bisschen mittelfristig, ein bisschen langfristig gedacht, auch nochmal wünsche ich mir natürlich nochmal gute Unterstützung im Sinne von Hauptamtlichkeit im Verband. Also nicht, dass ich jetzt hauptamtlich da arbeiten will, sondern dass wir das, was wir in den letzten Jahren vorangetrieben haben mit Geschäftsstelle, mit Angestellten, dass wir das auch weiter ausbauen können. Das sind so die ganz pragmatischen Dinge, ja, und inhaltlich weiter, dass wir weiter in allen Facetten, das jetzt sehr konkret die Berufsgesetze in den Gesundheitsfachberufen kritisch begleiten und Schwachstellen aufdecken. Das wünsche ich mir weiterhin. Ja. Ja, schön. Ja, dann hoffe ich, dass diese Wünsche auch gut in Erfüllung gehen. Alle, es sind ja viele sehr aktiv daran, dass das auch passiert. Ich danke Ihnen, Herr Drude, für das Gespräch. Ja, das war auch sehr spannend. Vielen Dank dafür. Für mich auch. Vielen Dank, Herr Brühe, ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Gerne, gerne wieder in allen Formaten, die es so gibt. Bis bald mal. Tschüss. Ja, und dann an die ZuschauerInnen gewandt. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Carsten Drude, dem Vorsitzenden des BLGS. Ich hoffe, es waren interessante Impulse für Sie in unserem Gespräch dabei. Weitere Informationen zu dieser Episode und auch die Möglichkeit zur Diskussion finden Sie auf der Webseite dieses Podcasts unter pflegebildung.net. Dort finden Sie auch alle weiteren Episoden dieses Podcasts. Und Sie finden diesen Podcast natürlich auch, wie es sich für einen Podcast gehört, in allen gängigen Playern und Orten, wo Sie Videopodcasts herunterladen können. Ja, ich freue mich, dass Sie bei dieser Episode dabei waren und hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, Ihr Roland Brühe.